Er sagt so, Bruder, guck meine Karre an. Komm in die Gruppe. Was hast du zu verlieren? Ja, Mann! Ja, Mann! Zuletzt bei Super Mario 3D World. Welt 1-3, 1-4 und 1-5 waren beim letzten Mal auf unserer Tagesordnung. Welt 1-3, das Berglevel, glänzte durch eine wunderschöne Sonnenuntergangsatmosphäre. Welt 1-4 brachte einen neuen Charakter ins Spiel, Plessy, mit einem sehr, sehr coolen Surf-Level, auch wenn Plessy nicht immer das gemacht hat, was wir wollten, ne? Und Welt 1-5 war technisch problematisch. Schaut es euch gerne an, falls ihr es verpasst habt. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zu Gentleman Hübi LPN. Was geht ab? Huiuiui. Ich habe mir heute mal einen neuen Style rausgehasselt. Ich bin heute Abend nämlich, oder für euch nicht heute Abend, für euch dann irgendwann vor 2, 3, 4, 5 Tagen, je nachdem, wann ihr das seht, auf einer 20er Jahre Casino Style Party eingeladen. Und da habe ich mein Smoking hier und natürlich auch einen passenden Hut dazu, denn du musst natürlich auch bockstark aussehen. Und ich dachte mir, man muss doch einfach mal den ganzen Otto-LPern einfach mal zeigen, was echter Stil ist. So, und wir stürzen uns heute in 4K Super Mario 3D World in Welt 1 Captain Toad will hoch hinaus. Die Geburtsstunde von Captain Toads Treasure Tracker. Ja, in Mario 3D World wurden das erste Mal diese Art von Leveln eingeführt. Und das ist quasi jetzt eigentlich auch offiziell Captain Toads Treasure Tracker in 4K. Und wir haben quasi zwei Spiele in 4K, die es vorher noch nie in 4K gab. Die Anleitung brauchen wir nicht, ich erkläre es euch. Oder die meisten von euch kennen es sowieso. Ziel des Spiels oder dieses Levels, alle 5 Grundsteine zu sammeln. Ne? Wir bewegen uns in einer quaderförmigen Welt, können die Kamera frei bewegen und müssen einfach jetzt mit Captain Toad, der nicht springen kann, sondern nur laufen kann, alle 5 Sterne sammeln. Falls ihr Bock auf einen Captain Toad's Treasure Tracker 4K LP habt, könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe das ja auch schon mal gezockt, also falls ihr da sagt, hey, ich würde mir noch mal einen Captain Toad Treasure Tracker LP angucken, vor allem in guter Grafik, gerne rein damit. In die Kommentare. Ich werde mir das sowieso alles durchlesen, ne? Nochmal kurz zur Erinnerung. Ich sage das jetzt in jedem Part, auf den das zutrifft. Zum Release dieses Parts bin ich jetzt so. Zu Release dieses Parts bin ich auf Geschäftsreise. Dementsprechend werde ich immer noch keine Fanarts und keine Kommentare einblenden. All das wieder ab Part 8, glaube ich. Und jetzt haben wir auch schon alle Grünsterne gesammelt. Wunderbar, und damit das Level erfolgreich beendet, ne? Und diese Art der Level kam einfach so gut an in Super Mario 3D World, als das Game das erste Mal für die Wii U released wurde, dass Nintendo gesagt hat, boah krass, da bauen wir ein eigenes Spiel draus. Oder, was auch sein kann, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, das Spiel war bereits fertig und sie haben quasi diese Level schon in 3D World reingepackt, um die Leute schon mal ein bisschen, ich sag mal, vorzubereiten, dass dieses Spiel bald rauskommt, und haben vereinzelte Level in 3D World gepackt. Keine Ahnung. So, wir gehen jetzt ins Castle der ersten Welt und da brauchen wir 10 Grünsterne für. Na, damit wollen sie auch abchecken, dass man nicht nur durch die Level rusht, sondern sich auch ein bisschen Zeit nimmt, um Grünsterne zu sammeln. Haben wir natürlich 21 an der Zahl, haben wir in unserem Portfolio. Und damit können wir jetzt hoffentlich die grüne Fee befreien. In Bowser gibt Gas. Zum Glück nicht im Dritten Reich. Und wir machen jetzt einen zufälligen Charakter. Peach darf das Ganze übernehmen und... Oh, ich glaube, wir haben den Pixel-Luigi verpasst. Oh boy. Ich muss nochmal... Moment mal. So, jetzt achte ich nochmal ganz genau drauf. Oben rechts über der Zinne müsste der sitzen. Tut er! Es ist so asozial. Ich werde es euch wahrscheinlich pausieren oder einblenden oder sowas. Oben über der rechten Zinne, ganz am Anfang, wenn wir das Level betreten. Asozial. Einfach nur asozial. So, und dieses Level ist auch ein Level, was noch ganz, ganz leicht unter technischen Schwierigkeiten leidet. Hier ist aber erstmal eine neue Challenge für den grünen Stern. Müssen wir alle 8 grünen Sternmünzen einsammeln. Ne? Also quasi eine rote Münzen-Challenge. Bloß werden wir hier nicht mit irgendwie One-Ups oder Power-Ups belohnt, sondern hier werden wir mit Grünsternen belohnt und dementsprechend sammeln wir dann auch grüne Münzen statt rote Münzen. Finde ich auch eine nice Sache. Bringt ein bisschen Abwechslung hier rein. So, jetzt bomben wir uns mal das hier frei, um uns zurück den Stempel zu sichern. Diesen Goomba-Turm hauen wir direkt weg, bevor uns noch irgendwas macht, und mein Augenmerk fällt jetzt direkt hier drauf. Boah, damit können wir jetzt hier einfach eine riesige Wand aufbauen, die wir dann mit Hilfe der Katzenfähigkeit hochklettern können.
Da ist auch der Grünstern. Hier ist ein bisschen Geld, was wir uns natürlich komplett mitnehmen, weil wir sind geldgierig, wir sind Golddigger Peach. Und da ist auch schon der zweite Grünstern. So, da unten sind ziemlich fiese Turms, die wir uns auch einfach mal mitnehmen. Also beziehungsweise die Münzen nehmen wir mit und den Turms weichen wir hier gekonnt aus. Und ich sehe auch schon Grünstern Nummer 3 und... Oh, ich bin einfach Cristiano Ronaldo. Denn ich habe einfach diesen Goomba-Turm so weggesniped mit einem so einem brutalen Fußballschuss. Das hat die Mario 3D World Scene noch nie gesehen. Ja. Ich finde übrigens dieses ganze Genre, oder nein, nicht dieses ganze Genre, diese Level-Elemente, ja, dieser explodierenden Fußbälle, mega geil. Ich stehe auf Innovationen, ich stehe auf, wenn etwas leicht verrückt ist. Ich meine, ich bin jetzt nicht leicht verrückt, aber ich finde es cool, wenn andere es sind. Mag ich. So, und jetzt kommen wir zum ersten Bowser-Fight. Und der wird sehr, sehr spannend. Leider mit minimalen technischen Problemen. Aber das soll uns erstmal nicht weiter stören. Meine Damen und Herren, da ist er. Bowser kommt im Purple Lamborghini. Purple Lamborghini. Skrrr. Er sagt so, Bruder, guck meine Karre an. Da habe ich mir erst letztens rausgelassen, den fetten Benzer. So, aber wir nehmen uns das Katzen-Item, um hier ihm diese Bomben einfach mal straight in die Fresse zu böllern. Und ich labe hier ganz etwas zum technischen Problem, aber das läuft eigentlich übelst einwandfrei. So, ne? So, wir treffen ihn hier immer direkt. Hier gibt es zwei Unterscheidungen. Er verliert ein Leben, wenn wir dreimal sein Auto treffen. Oder er verliert ein Leben, wenn wir ihn direkt mit Bomben am Körper treffen. Ne, wir machen das jetzt einfach mal. Wir machen das jetzt so. Zack, jetzt haben wir sein Auto getroffen. Wenn wir dreimal sein Auto treffen würden, würde er auch ein Leben verlieren. Ne? Also entweder trifft man neunmal sein Auto oder dreimal seinen Körper. Da muss man halt aufpassen. Ich bevorzuge... Oh, Moment, die Bombe explodiert gleich. Ich bevorzuge die Körpertreffer, weil die das Ganze hier schneller beenden und ich neidisch auf seinen Purple Lamborghini bin. Aber... Na, ein bisschen aufpassen müssen wir doch noch. Oh, was macht denn jetzt, der Dude? Jetzt wirft er die so von oben, ne? Ja, hast wohl gedacht, du bist krass. Weg mit dir. Dein Auto ist nichts weiter als ein Haufen Schrott. Oh, fuck, man hat mein Auto beleidigt. Bruder muss ganz dringend los. Ja, mein Freund. Alter. Erstmal die atomare Explosion ausgelöst. Und wir sehen direkt, glaube ich, jetzt dann noch... Moment mal. Hier muss es noch irgendwo einen zweiten Pixel-Luigi geben. Oh nein, wir haben ihn verpasst. Wir haben ihn verpasst. Ich werde ihn euch gleich einblenden. Jetzt kümmern wir uns erstmal um das Ende. Sollte man hier zeitliche Probleme haben, kriegt man hier dann immer nochmal Zeit, dass man hier auf keinen Fall drauf geht. Und da vorne ist das Objekt unserer Begierde. Eine Flasche. Endlich. Den Inhalt, den werfen wir kurz auf den Biomüll. Kein Problem. Wir sind nämlich eigentlich unterwegs, um uns 8 Flaschen zu sammeln. Na, weil wir Apfelkompott machen wollen. Und den Apfelkompott müssen wir natürlich auch irgendwo abfüllen. Und dafür sammeln wir hier quasi Bowsers Flaschen. Warum da so jetzt Feen drin... Die Fee hat meinen Apfelkompott kaputt gemacht. Da haben wir noch was zu klären, junge Dame. Okay, dann müssen wir in die nächste Welt, um uns eine neue Flasche zu klären. Kein Problem. Der Stempel ist Bowser. Okay, direkt der erste Stempel aus dem Finallevel ist The King of Koopas himself. Und da verändert sich jetzt sogar die Oberwelt, ne? Da ist es ein kaputtes Auto. Diese Schlösser verändern quasi immer ihr optisches Erscheinungsbild, wenn man es erfolgreich durchgezockt hat. Finde ich eigentlich ein sehr, sehr nettes Detail. So, und diese grüne kleine Fee hilft uns jetzt dabei, hier in die nächste Welt zu kommen. Aber zuvor schauen wir noch, wo der zweite Pixel-Luigi in diesem Level ist. Auch wieder so asozial, dass du ihn im normalen Durchspielen einfach nicht findest. Ich sag's euch, ne? Ich bin der erste Let's Player, der das tut. Mit Zylinder. So, wir müssen nämlich hier hin. Und jetzt mache ich nicht diese Wand kaputt, sondern kletter hier hoch. So, und wenn wir jetzt... Moment mal. Du hast irgendwo... Da hinten läuft er. Seht ihr ihn? Da läuft er im Wasser. Wie soll man sowas finden? Ne? Den sieht man ja nicht mal, wenn man die Kamera nicht dreht. Das ist so asozial, aber gleichzeitig halt auch einfach so cool, wenn man es sieht. Top-Detailarbeit, Nintendo.
Alles klar, dann haben wir das auf jeden Fall auch gesehen. Und damit haben wir Welt 1 tatsächlich erstmal komplett abgeschlossen. Ich kann euch hier auch mal die Karte zeigen. So sieht das Feenland aus. Und wenn wir hier drüben dann auf das Stempelsymbol gehen, können wir uns eben alle gesammelten Stempel anzeigen lassen. Oder wenn wir eben hier drauf gehen, dann können wir uns den Weltenfortschritt anschauen. Und wir sehen, wir haben überall die Grünsterne, wir haben überall die goldenen Flaggen, wir haben überall die Stempel. So sollte das im Optimalfall aussehen. Dann können wir sagen, wir haben Welt 1, zumindest für jetzt, zu 100% abgeschlossen. Da kommt nämlich später noch was dazu. So, und dann sind wir bereit für Welt 2. Und das ist eine Wüstenwelt. Und hier gibt es noch einen anderen Weg hin. Wir erinnern uns dran, in Welt 1, 2 gab es einen Secret Exit. Und den werden wir jetzt nachholen. Denn jetzt sind wir offiziell in Welt 2. Dann können wir auch die Abkürzung nach Welt 2 verwenden. Da müssen wir einfach hier oben langrennen. Wir haben das ja im normalen Playthrough alles schon mal herausgefunden, aber sind dann nicht diesen Weg gegangen, weil wir uns Welt 2 nicht spoilern lassen wollten. Aber jetzt können wir hier diese goldene Röhre verwenden, ne? Oh, what? Das ist gar nicht der Secret Exit? Oh, das habt ihr mir safe in die Kommentare geschrieben. Und da das jetzt hier eine Vorproduktion ist, habe ich das dann nicht gesehen. Oh, I'm so freaking sorry. Das ist jetzt natürlich problematisch, aber es gibt hier einen Secret Exit. Da muss der irgendwo anders sein. Oh, die Kommentare werden so voll sein mit Hübi, du bist so dumm. Hübi, du bist so ein Trottel. Ja, muss ich wohl akzeptieren. Aber wo ist dann der Secret Exit? So, hier, nachdem wir durch diese zweite Glasröhrenpassage gegangen sind, müssen wir quasi hier mit Hilfe der unsichtbaren Blöcke nach oben zu diesem Cooper und hier dann mit Hilfe des Katzenanzugs einfach hochklettern. Und da ist dann nochmal eine versteckte Röhre. Und das ist dann der Secret Exit. Habe ich verwechselt. Mein Fehler. Und das ist eine Röhre, die uns unterirdisch direkt nach Welt 2 befördert. Wie gesagt, wollte ich nicht machen, weil ich zu dem Zeitpunkt damals noch nicht Welt 2 spoilern wollte. Aber jetzt haben wir quasi auch diesen Secret Exit offiziell nachgeholt und können jetzt in Welt 2 1 und die heißt Picondors Wüstenruine. Gemeinsam mit, oh, ich sehe gerade, dass meine Facecam die Charakterauswahl verdeckt. Ja, ist egal, es ist für euch immer eine Überraschung. Mit Mario, meine lieben Freunde. Ja, es ist für euch immer eine Überraschung, welchen Charakter ich nehme. Okay, und hier ist die Musik tatsächlich auch relativ cool und mit Hilfe des Katzen-Items können wir uns hier direkt erstmal relativ easy den ersten Grünstein holen. Wäre das auch ohne Katze möglich? Man kriegt die Katze hier auch. Okay, also nur mit Katze ist das hier möglich. Alles klar. Also sollten wir die Katze auf jeden Fall behalten. Warum ist hier der Zaun weg? Oh, das sieht doch schon wieder... Das sieht übel verdächtig aus. Aber ich glaube, da ist nichts. Ich werde da nicht runterhüpfen. Sollte mir am Ende des Tages was fehlen, weiß ich, wo ich nachgucken muss. Aber ich werde da nicht runterhüpfen. So, dieser Stein hier. Oh, da oben ist eine Goldröhre. Okay, wie komme ich da hoch? Die will ich haben. Mittlerweile weiß ich auch, dass die Goldröhren nicht die Secret-Exit-Röhren sind, sondern nur Münzboni. Aber die will ich natürlich auch mitnehmen. Und Goldröhren sehen doch einfach verdammt sexy aus. Okay, was geht hier ab? Ein Button, ein goldener Button. Und der bringt uns die Münzdusche. Alles klar. Wir dürfen nur nicht runterfallen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich mache quasi immer hier diesen Katzensprung, um möglichst viel Zeit im Geldregen zu verbringen. Ich glaube, das war relativ schlecht. Mit Peach ist man hier, glaube ich, deutlich erfolgreicher. Aber, na, was soll's. An One-Ups soll es uns nicht scheitern. Wobei, glaube ich, auch die One-Ups tatsächlich zu den 100% zählen. Ich meine, dass man für die 100% 999 One-Ups braucht. Aber ich bin mir nicht sicher. Da könnt ihr mich gerne in den Kommentaren nochmal aufklären. Es dauert ja auch noch, bis es soweit ist. Also das wäre ja schon eine freshe Sache, wenn wir das im Vornherein klären könnten, ne? So, meine lieben Damen und Herren. Und auch hier in dieser Welt gibt es natürlich wieder einen versteckten Pixluigi. Ich gucke mich das mal um, ob es hier noch irgendwas zu sehen gibt. Da vorne sieht man den Stempel. Mir fehlen aber tatsächlich immer noch zwei Grünsterne, was mir ein bisschen Angst macht. Müssen wir mal gucken. Der Pixel-Luigi müsste hier irgendwo sein. Jetzt lasst mich mal ganz entspannt gucken, ob man den irgendwo sieht. Ja, man sieht ihn. Seht ihr ihn? Da unten. Unten auf dem, also ganz am rechts unteren Bildschirmrand, ganz groß auf dem Stein, sieht man ganz leicht in großen Pixeln den Luigi. Das ist so asozial.
Ja, siehst du, so schwer. Diese Pix-Luigis sind wohl mit die krass verstecktesten Easter Eggs in Nintendo Games. Das behaupte ich jetzt an der Stelle einfach mal. Weil, wie gesagt, beim ersten Mal durchzocken siehst du so gut wie nichts davon. Also wirklich so gut wie gar nichts. Und das ist schon krass. Das zeigt aber auch einfach wieder im Umkehrschluss, wie viel Liebe Nintendo in dieses Game gesteckt hat und wie viele Dinge sie versteckt haben, die meisten Spieler gar nicht finden werden. So, das finde ich halt schon krass, dass sie sich da diesen Aufwand machen. So, dieser Picandor kann mir helfen, diese Blöcke hier mal kaputt zu hacken. Oh, das bringt uns sogar was. Nämlich einen Grünstern. Freshe Sache. Da oben geht's auch für ein zweiter. Puh. Ich hoffe, ich verpasse hier nichts. Dieses Level ist ganz schön vielschichtig, ne? Du kannst hier auf diese Mauern hoch. Okay, da kann ich nicht hoch. Hier ist einfach mein Münz-Secret. Na, du kannst irgendwie... Oben ist immer was, unten ist was. Oh, das ist der Block aus Mario Bros. New Super Mario Bros. 2 für den DS. Dieser Münzblock, der hat da, glaube ich, das erste Mal seinen Ursprung gehabt. So, hier ist der Stempel. Da vorne ist das Ziel. Und hier ist Captain Toad in Gefahr. Und er hat hoffentlich den dritten Grünstein für uns. Schauen wir mal nach. So ist es. Wunderbar. Jetzt sind wir top ausgerüstet. Jetzt müssen wir nur noch über diese sehr, sehr bedrohlich wirkende, sich bewegende Brücke. Erinnert so ein bisschen an Hogwarts aus Harry Potter. Ne, die beweglichen Treppen. Aber wenn wir hier in einem guten Rhythmus sind, dann kommen wir hier ganz entspannt rüber und können uns die goldene Flagge sichern und haben damit Welt 2-1 und damit das erste Level aus Welt 2 abgeschlossen. Oh yeah. So, und ich glaube, ich weiß nicht, nachdem ich wieder ein bisschen viel gecuttet habe. Ja, komm, wir machen noch ein Level. Komm. Was soll's? Wir hatten zwar das Captain Toad Level, das Finale Level und das jetzt, aber was soll der Geiz? Meine Damen und Herren, was soll er? Wir brauchen doch nicht geizen bei so einem schönen Spiel. Ich hoffe nur, das Game kommt bei euch an. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wie gesagt, da ich das alles im Voraus aufnehme, zumindest die ersten 6-7 Parts, weil ich auf Geschäftsreise bin. Ich erwähne es immer wieder, damit sich niemand wundert, warum nicht im LP 2.0 Stil? Habe ich halt auch irgendwie die Angst, dass halt dieses Game schon so oft let's played wurde, dass keiner mehr Bock hat, es zu sehen. Deswegen versuche ich das ja irgendwie so aufzuwerten mit den Pixel-Luigis und der 4K-Grafik. Versuche ja da so ein bisschen Innovation reinzubringen. So, und jetzt gehen wir einfach hier rein. Den kleinen Scheiß gucken wir uns später an. Welt 2, 3 unterirdische Schattenspiele. Tja, wer weiß, was bei diversen Leuten im Keller ab und zu abgeht. Wollen wir es nicht hinterfragen, aber wir wollen wissen, wo der nächste Pix-Luigi ist. Und hier oben ist er, Friends. Da duckt er sich. Wie soll der normale Spieler diesen Pix-Luigi finden? Geisteskrank. Aber hier im LP seht ihr ihn. Und hier stehen irgendwie so ein paar Backsteine immer raus. Auch das erinnert irgendwie an Harry Potter, ne? An die Winkelgasse. Tja, wer sich jetzt natürlich mit Harry Potter nicht auskennt, der wird mit meinen ganzen Anspielungen nichts anfangen können. Aber ich denke, das Prinzip des Levels wird schon relativ schnell klar, ne? Das Level spielt sich zwar sehr zweidimensional ab, aber durch die Schatten sieht man auch immer, was sich quasi in der dritten Dimension da befindet, wo wir nicht hingucken können. Zusätzlich dazu bekommen wir noch hier diese Piranha-Pflanze im Topf, die dann auch ein Debüt in Super Smash Bros. Ultimate feiern durfte, wo niemand versteht, warum dieser Charakter einprogrammiert wurde. Aber ich glaube, die kam auch hier in 3D World das erste Mal vor. Ne? Man nennt sie sich einfach mit und die frisst alles. Grünsterne, ich darf sie hier nicht mitnehmen. Oh, sorry, Bro. Grünsterne, Gegner, Münzen. Oh nein, ich habe sie kaputt gemacht. Uff, das war blöd. Ich hätte die eigentlich mitnehmen wollen. So, da unten ist ein Stempel. Da komme ich, okay, mit der Katzenattacke. So, muss ich die töten vielleicht für den Grünstern? Kann ja sein. Nee. Okay. Ja, irgendwie nur ein Grünstern? Bin ich immer ein bisschen skeptisch, aber man weiß ja auch nie, wie lang diese Level immer sind. Und diese lila Blöcke, ich glaube, die frisst unsere Pflanze auch, ja. So, ne, die kennt da keine Gnade, die frisst alles. Die ist ein bisschen hungrig, die denkt sich so, okay, ich esse alles, was du mir hinwirfst. Spaghetti, Pizza. Und dann regeln wir das Ganze. So, hier oben ist ein blauer P-Switch und der bewirkt... Oh, eine Änderung des Lichts. Hier unten ist ein Tunnel. Schöner Bonusraum. Gefällt mir. Sehr, sehr kreativ. Und meine Pflanze ist noch da. Nice. Die Fusis frisst sie, glaube ich, auch, ne? Ja, die frisst alles. Ganz pflegeleicht. So. Bist du Mutter oder bist du Vater und kriegst du eine Pflanze als Kind? Oh, Captain Toad ist wieder in Gefahr. Aber ich glaube, das hier ist nur, ja, ein Schattenspiel, mein Freund. Hast du so eine Pflanze als Kind? Kochst du Haferschleim, wird gefressen. Kochst du Erbsensuppe, frisst sie.
Ganz, ganz pflegeleicht. Spart auch Geld, weil du einfach die billigsten Zutaten kaufen kannst, ne? Kaufst einfach jeden Tag 80 Kilo Discounter-Nudeln im Angebot. Die Pflanze frisst, juckt die nicht. Und ich finde irgendwie dieses Haus hier wunderschön. Das ist ja nur so ein Mini-Detail, aber ich finde, das sieht irgendwie total geil aus. Ich weiß nicht. Schönes Ende für ein Level. Und damit haben wir Welt 2, 3 abgeschlossen und beenden damit den dritten Part von Super Mario 3D World, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Dabeisein. Ui, Entschuldigung, da kam die Spezi hoch. Wir kriegen die Pflanze als Stempel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, dann dürft ihr mir das gerne mit einem Daumen nach oben zeigen und dieses Projekt unterstützen. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal, wenn wir gemeinsam Super Mario 3D World in 4K spielen und die Pixel-Luigis suchen und nebenbei noch die 100% sammeln. Aber die Pixel-Luigis, die sind schon immer wieder ein Highlight, finde ich.